Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Deadly Days. Sehr viel Beute. Aber eine geringe Größe. Ich nehme das. Klar, so ein Schatzzombie ist super, aber es dauert ewig, bis der fertig ist. Vielleicht kommen wir ja heute weiter. Wurde übrigens gesagt, es wäre viel, viel leichter, wenn man sich einfach haufenweise Überlebende holt. Ich habe dann darauf hingewiesen, dass es auch keine gute Idee ist, weil die Leute sehr, sehr schnell verhungern. Wenn du einfach kein... Du findest halt auch nicht genug Essen. Ich glaube, das Stadtlayout kenne ich schon. Ach, das ist schon wieder der Falsche. Ah ja, das ist der Partykönig. Ich wüsste gern, um wie viel das die halt erhöht. Das ist immer so eine Sache, ja, erhöht das und das. Ja, aber bringt das? Ist das ein signifikanter Unterschied? Ist es 1%? Ja, man muss alles mitnehmen, aber... Macht halt schon einen massiven Unterschied. Und weg. Ist hier noch was? Oh, toll. Das Secret würde ich schon gern mitnehmen. Mist, das hätte ich gleich mal einfach einsehen sollen. Okay. Wir leben noch. Doppelt. Was bringt das hier? Ja, da weiß ich halt nicht, wie gut die sind. Keine Waffe. Schade. Auf jeden Fall das Krankenhaus. Da ist alles drin, bis auf Werkzeug. Ein Item, Essen, Schrott. Und das ist dann halt auch sicher, dass es das drin, dass das drin ist. Halt. Muss man mitnehmen, wenn man sieht. Super wichtig. Ja, toll, noch eine Pistole. Was wird das? Gut, da haben wir schon mal das. Das Werkzeug nehme ich natürlich auch mit. Da war sogar ein Werkzeug drin. Danach haben wir auf jeden Fall noch einen Apfelbaum.
Ja, viel Mittlerwelt ist ja gerade nicht. Aber ein paar Fähigkeiten haben wir wenigstens gekriegt. Aber jetzt gerade kriegt man halt leider noch nicht so viel am Anfang. Der Anfang ist immer so ein bisschen krepelig in dem Spiel. Was haben wir jetzt? Der Blitzableiter, okay, was haben wir hier? Oh, die Abklingzeit, ja, die würde ich auf jeden Fall haben. Dann haben wir schon fast... Ah ja, super. Nee. Ich versuche mal... Nee, ich bleib bei dem hier. Klar, die instabile Medizin bringt, aber andererseits... Könnte mir jetzt tatsächlich helfen. Rettung. Gucke ich mal, dass ich jetzt gleich am Anfang holen kann. Weil wir sind ja eh schwer verletzt tatsächlich, das ist ein Problem. Sehr schön. Brauchen das Werkzeug. Schön, dass da zweimal Werkzeug abgebildet wird und man einmal kriegt. Ja, Pistolen sind für den Arsch. Ganz ehrlich, mit Pistolen kannst du echt keinen Krieg gewinnen. Das. Die Pistole ist wirklich die schwächste Fernkampfwaffe überhaupt. Geht's auch nach oben? Nee, aber sehr weit nach rechts. Oh Gott, sehr weit nach rechts. Ich habe einen Automat gefunden, das ist schön. Kann mir alles nicht leisten. Wenn, dann hole ich mir das Essen. Ja, 8 Sekunden. Ach, ich habe den Blitzableiter dabei, richtig. Aber 8 Sekunden sind halt schon. Ist halt schon eine akzeptable Zeit, wenn ich ehrlich bin. Damit kann man halt echt arbeiten. Das. Sekunden sind halt echt okay. Von der Zeit, da kann... Das ist halt richtig gut schon. Ist auch nur ein Haushalt, sehe ich gerade. Und der Blitz macht halt auch noch Flächenschaden. Nein! Fuck, jetzt ist da drauf. Wo rennt ihr denn hin? Okay, ich hab. Ach, da ist zu scheiße. Ach, egal. Das ist meine Schuld gewesen. Das habe ich nicht gesehen. Ja, das war dumm. Das war richtig dumm. Ich habe nicht gesehen, dass da zu war. Ja, mach hin. Ja. Das sieht nach... Ich weiß nicht, ob da am meisten Beute ist, weil das wird ja prozentual gesehen. Hätten wir jetzt tatsächlich noch eine andere Waffe gehabt? Also was Besseres als Pistolen? Oh ja, das ist ja richtig übel. Was anderes als Pistolen, dann hätte das wirklich ganz anders ausgesehen. Ach du Scheibenkleister. Ganz ehrlich, die Sachen hier oben kann ich zum Not noch zum Schluss holen. Ne, warte mal, ich hol's gleich.
Nehmen wir mit, was geht. Es ist auch echt scheiße, wenn du halt einfach keine Waffen kriegst. Ah, das ist... Ja, okay, doppelter Luftangriff, ich verstehe. Dort habe ich noch meine Explosion tatsächlich. Lauf. Ja, ich habe keine Waffe gekriegt, das ist nicht gut. Warte mal, hatten die beide eine Pistole? Nee, hatten sie nicht. Keine Waffe gefunden, absolut nichts gefunden. Mehr Loot? Oh, von mir aus. Noch mehr Loot! Auf jeden Fall der Supermarkt. Da habe ich schon mal Essen, falls ich doch mehr Leute finde. Ah, endlich meine Waffe. Dann kann ich ja wenigstens mal arbeiten. Okay, hier darf nichts sein. Das hat mir im letzten Spiel wirklich gefehlt. Ohne Waffe bist du halt auch aufgeschmissen. Ach ja, dich gibt's ja auch noch. Ja, den kann ich vergessen. Der ist von den Spezialangriffen Effekten halt nicht betroffen. Okay, vielleicht kriegen wir ihn doch noch platt. Warte, weg. Er klaut mir Essen. Leg ihn um. Scheint tot zu sein. Viel hat nicht... Oh, das eine Haus war hier oben. Aber wir haben ihn getötet wieder. Ich glaube, ich habe es wieder gekriegt alles. Jetzt habe ich ja schon mal eine gute Waffe.
Eine? Auf jeden Fall eine Rettung. Was haben wir jetzt eigentlich? Oh, ach nee, das ist Apfelpfanne. Ich dachte, das ist ein Täterin. Oh, gut, dass der Raketenwerfer hat. Erhöhter Schaden. Drohne? Ach, du bist eine Heldrohne. Wollte gerade sagen, willst du nicht mal. Hat zwar auch ihre Daseinsberechtigung. Also eine Kampfdrohne hätte ich tatsächlich jetzt gerade lieber. Kann sein, dass die hier oben stehen. Ja. Ah, Count Schlachtula ist da. Halt, der fehlt mir noch. Okay. Könnten wir vielleicht noch zusammenkriegen? Bleib mal hier. Was hast du für eine Waffe? Oh, ein Messer. Ist aber nicht ganz so schlimm, weil der hat ja wenigstens die Fledermäuse, die für ihn kämpfen, oder? Das war's, das du, oder? Ja. Ja, den Blitzableiter würde ich jetzt gerne mal nutzen, den habe ich nämlich aktiv noch nie genutzt und ich glaube, der hat mir als Item auch noch gefehlt, weil das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht mit den Blitzen, weil die verfolgen halt die Gegner auch. Irgendwie kriegen wir bloß keinen Schrott mehr, habe ich das Gefühl. Da will der Müll aber halt nicht schlecht. Ich hab noch die Notfall. Ich hab noch notfallmäßig was. Und weg. Jedenfalls so ein Ding. Ja, machen wir es mal gleich. Halt, stopp. Auf jeden Fall auf Baumarkt, weil ich versuche wieder auf Raketensieg zu gehen. Das ist die beste Chance. Aus meiner Sicht. Hat die nicht einen Schatzzähler gekauft eigentlich?
Den haben wir noch. Baumarkt. Autos. Ja, okay, es sind viele, viele Häuser. So ein Überlebender, der ununterbrochen Essen bringen würde, der wäre doch praktisch. Tolle Aufteilung hier. Okay, da kann man direkt hochlaufen, das ist gut. Boah, das ist richtig. Das, ich habe immer gedacht, das ist voll die scheiß Fähigkeit, aber die ist ja richtig geil. Ach shit. Hier war ich doch schon ein paar Mal in der Falle. Gibt es hier noch irgendwas Verstecktes? Bin mir auch nicht sicher, ob die Dinger nicht manchmal einfach nur von mir übersehen wurden vorher. Und weg. Boah, ich habe 17 mal Werkzeug. Jetzt ist die Frage, wenn ich auf die Gefahr scheiße, okay, dann werde ich jetzt so oder so Richtung Rakete gehen. Dann gucke ich jetzt einfach mal. Ich scheiße auf die Gefahr und spare das Werkzeug und nehme das Gewächshaus. Brauche ich nämlich bloß noch 25 mal Werkzeug und das Essen brauche ich so oder so, ja. Ich hatte doch... Ne, jetzt konnte ich mir den Schrittzähler konnte ich mir nicht leisten. Das war das Problem, glaube ich. So, altes Auto, Gaswolke, ja, nee. Baumarkt. Sehr schön. Oh, ist wirklich nur noch Baumarkt. Ich guck trotzdem mal rum, ob ich noch was finde. Vielleicht ist ja noch ein Versteck. In 29 Sekunden kann man noch sehr, sehr viel machen. Ja, das erwischt auch die Unsichtbaren. Oh, noch eine 16, super.
Nein, nicht den kleinen Italiener. Kann man eigentlich wirklich Werkzeug, aber das, wenn du das hier umbringst, kriegst du es halt auch wenigstens wieder. Fehlt noch 10 mal Werkzeug. Boah, ich dachte schon, der geht drauf. Weil er es wieder angehalten hat, der Idiot. Dieser kurze Stun ist halt scheiße. Vor allem, wenn man bedenkt, wie lange wird es dauern, bis du daraus wirklich Essen gewinnst. Als nächstes. Oh, Mülleimer, den will ich haben. Okay, fehlt noch 10 mal Schrott und haufenweise Essen. Ich überlege gerade, ob sich der Burgerladen jetzt lohnen könnte, weil es könnte danach, aber dann wäre es auch 5 Werkzeuge, aber trotzdem. Da könnten halt wieder Schatzzombies drin sein oder welche, die mich umlegen, ist beides wahrscheinlich. Schwierig. Hat halt. Oh, okay, super. Gleich am Anfang finde ich gut. Oh, es sind auch normale Zombies. Super. Mit denen kommt man wenigstens klar. Ne, immer ein Schrott. Sehr schön. 3 Häuser. Wenn ich es relativ schnell finde, dann kriegt man das auch noch hin. Da ist es. Da ist es. Okay, dann kriege ich halt den Level ab heute nicht, aber ist ja auch nicht so wild. Ich verpiss mich mal gleich. Na, ich kann nicht Werkzeugkasten auswählen oder ich kann mir noch einen Überlebenden holen. Na, beides nicht schlecht. Hantel, ja, am Arsche. Gut, nehmen wir das. Besser als nix. Baumarkt. Huch. Schmeiß ich mir erstmal das Mikro vom Kopf. Das Headset. Ach Mist. Da ist hier irgendwo. Was war's? Oh, gut, die Zielscheibe. Ich finde das scheiß Ding nicht, oder? Ah.
Autsch. Da ist er. Genau, komm mal kurz her. Wo muss man hin? Oh, bis da ganz runter. Das könnte leicht heftig werden, weil es anscheinend auch keinen anderen Weg gibt. Okay, der ist das tot, wie schön. Ach shit, ich bin auch falsch gelaufen. Ich bin falsch gelaufen, das hat mich getötet. Ah, Mano. Naja, die Folge ist voll, da würde ich sagen, das war Let's Play Deadly Days, der nächste Versagerversuch. Macht's gut, bye Leute.